Everything looks right. Standing in your light. Everything feels right. Step is on the outside. Once a girl that's given for a minute, you're all I find. I wanna be with you. When you're standing next to me. Max, komm endlich, der Bus! Hallo, na? Es gibt zwei Arten von Männern. Tiger und Pinguine. Echte Männer sind wie Tiger. Ein Tiger ist wild, hat Sex. Und dann jagt er weiter durch den Dschungel. Pinguine dagegen watscheln an der Seite der Gattin treu durchs Leben und gehen früh ins Bett mit einer warmen Milch. Familie ist was für Pinguine, so wie Plattfüße, 3-Liter-Autos oder Plüschsofas. Kinder, ja, sind natürlich prima. Ich war jahrelang selbst ein Kind, aber es gibt nun mal zwei Arten, durchs Leben zu kommen. Erster Klasse oder mit Kindern. So, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Guck mal, wer da kommt. Moritz B. Kaiser. Der hat den süßesten Arsch. Der Süße ist ein Arsch. Wie immer. Kommt zur Fahrt. Wie heißt denn das Zauberwort? Sofort? Warum glauben Sie eigentlich, dass Sie es nicht nötig haben, bitte und danke zu sagen? Und warum grinsen Sie so blöd? Weil Sie auf mich stehen. Der war jetzt gut. Sie wissen es noch nicht, aber Sie stehen auf mich. Ja, ich verstehe. Sie sind Gottes Geschenk an die Frauen und ich bin zu blöd, um das zu kapieren. Das ist Ihr Problem. Sie denken zu viel. Gut. Den Vorwurf kann man Ihnen nicht machen. Wie kann man nur so verbiestert sein? Ihre Kollegin ist ein Sonnenschein. Und Sie? Sie sind ein fleischgewordenes Tiefdruckgebiet. Deshalb haben die auch Frauennamen. Seit 1998 haben die Tiefdruckgebiete in ungeraden Jahren männliche Vornamen. Klugscheißen ist echt unsexy, Lena. Nina. Sag ich doch. Und für Sie, Frau Schmitz. Geh klar, Lena. Ich fass es nicht. Der behandelt dich wie klein Döfchen und du himmelst den auch noch an. Ja, du hast ja recht, aber der hat echt einen süßen Arsch. Ja, auf die Ärsche bist du auch immer reingefallen. Sag mal, fehlt dir nicht der Sex? Nach einem Tag in meinem Leben würdest du das nicht fragen. Wenn ich ins Bett kippe, will ich nur eins. Schlafen mit meiner Wärmflasche. Gibt's nicht auch Wärmflaschen mit breiten Schultern und sanften Händen? Congratulations zur Krönung. Noch nicht. Aber nur noch wenige Minuten trennen uns von der ergreifenden Zeremonie. Ich bin so excited. Stell schon mal den Champagner kalt, ja? Normal oder Magnum? Magnum, natürlich. Alles klar.
Das sind die Entwürfe zum neuen Sesselmodell Mocha 71. Mhm. Leder und Stahl, ja. Stahl und Leder, vielleicht. Was bitteschön soll das sein? Plüsch? Habe ich da gerade Plüsch verstanden? Also noch so eine Plüschnummer und Sie können Möbel für Barbie und Ken entwerfen. So, jetzt geht's zur Krönung. Wer ist der Kaiser? Sie sind der Kaiser. Wo ihr recht habt, Mädels, habt ihr recht. Was für ein Arschloch. Aber er hat einen süßen Hintern. Und somit hat sich diese besondere Person nicht nur unser uneingeschränktes Vertrauen erworben, sondern auch unseren Respekt verdient. Wir sind stolz, eine solche Kraft zu unserem Team zählen zu dürfen. Kompetent, durchsetzungsfähig und leistungsstark. Und deshalb wollen wir diesen besonderen Menschen dort haben, wo er hingehört. In die Führung dieses Unternehmens. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir unseren neuen Partner, Karin Wiese. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir müssen reden. Das finde ich auch. Ich bin Ihr bester Designer und Sie machen Karin Quotenfrau Wiese zum neuen Partner. Sie sind gefeuert, Kaiser. Was? Ich schmeiß Sie raus. Darf ich fragen, warum? In meinem Büro. Auf meinem Schreibtisch. Ihre Frau meinte, ein Hotelzimmer wäre irgendwie so unpersönlich. Sie bekommen in diesem Land keinen Job mehr. Moritz B. Kaiser am Arsch. Und jetzt raus aus meinem Büro! Ich kriege jeden Job, den ich will. Jeden. Und noch was. Ihr Schreibtisch ist viel zu klein. Mama, ich brauche noch 20 Euro fürs Kino. Schon wieder? Ich glaube, ich habe nur noch 10. Ich habe noch 12,50 Euro. Wir legen einfach zusammen. Nee, du behältst mal schön dein Geld. Danke. Tschüss. Ja. Kriegst du wieder. Wenn ich dich nicht hätte. Was gluckert denn eigentlich in der Küche? Ach, nicht schon wieder. Ich weiß, es tut euch mehr weh als mir. Wollen Sie nicht auch? Doch. So, ich fasse es einfach nicht, dass dein Chef dich so rausgeschmissen hat. Praktisch wegen nichts. Ja, ich konnte doch der Frau vom Chef nichts abschlagen. Ich meine, das war ein Zeichen von Respekt. Na, was für ein undankbarer Typ. Neulich der Pinguin. Kein Problem. Ich meine, ich habe morgen einen neuen Job. Einen besseren. Na, da bin ich aber erleichtert. Wenn Steuerberater sowas sagen, werde ich ganz nervös. Na los, Carlo, spuck's aus. Ich spreche von deiner Nachzahlung. Aber die hast du ja letzten Monat dem Finanzamt überwiesen. Was für eine Nachzahlung? Moritz! Sag mal, hörst du mir überhaupt einmal zu? Du hast schon die dritte Mahnung bekommen, vor einem Monat. Was für eine Mahnung?
Der Kerl macht mich wahnsinnig. So, was erzählst du denn da? Zum tausendsten Mal. Du hast eine saftige Nachforderung für letztes Jahr und noch eine saftigere vorgezogene Vorauszahlung für dieses Jahr und für das nächste Jahr. Auch saftig. Was hat er denn? Reg dich doch nicht so auf, Carlo. Moritz, du checkst das nicht. Wir werden dich finden. Oh, das klingt jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Nee. Sag mal, du liebst doch die Herausforderung, ne? Ja. Ich habe einen neuen Mandanten. Such dringend einen neuen Möbeldesigner. Möbelbräuer? Möbel mit Herz? Naja, ist nur was für den Fall der Fälle. Macht euch keine Sorgen, ich bin ganz schnell wieder oben. Na los. Willst du nicht mal was anderes lesen? Nö. Und nur noch 10 Minuten, ja? Nacht. Seiten. Ich weiß. Aber sein Winnetou liest er ja immer extra langsam. Er vermisst Papa eben immer noch. Mach nicht mehr so lange. Egal, was die anderen sagen. Ich mag dich. Ich kündige. Den sucht Veronika schon seit einer Woche. Der Fetzen ist auch noch kaputt. Halb verhungerte Trulle hat ja nicht mal einen ordentlichen Beruf. Veronika ist Eventmanagerin. Sag ich doch. Weißt du, Kaiser, dir fehlt eine richtige Frau. Sie sind doch schon vergeben. Was bleibt mir da anderes übrig, als mich in dieses Lotterleben zu flüchten? Lass deine dummen Sprüche. Willst du ewig Peter Pan spielen? Okay. Überzeugt. Ab heute werde ich erwachsen. Ja. Übrigens, Sie müssen unbedingt den Kühlschrank sauber machen. Wieso? Habe ich doch gerade erst. Sind da die anderen beiden Schnapsleichen? Hast du konserviert? Tiefgefroren? Welche war Ernte, Kaiser? Happy birthday to you. Und ich bin zum Glück. Nein, ich eigentlich kann ich mit dir schimpfen, wenn du so bist. Lass mich runter. Bitte. Kaiser. Schokokuchen. Das ist ein Ding. Für die einzige Frau, die auch zum Frühstück bleibt, da ist. Musst du nicht ins Büro? Futura? Den Job habe ich hingeschmissen. Ich brauche neue Herausforderungen. Der Tiger kämpft, der Tiger fightet. Aber manchmal scheint es, als ob der ganze Dschungel sich gegen dich verschworen hat.
Oh, hallo. Herr Breuer? Herr Kaiser. Ja? Bei unseren ökologischen Kindermöbeln setzen wir auf Hanf. Verstehe. Statt die Sessel später von Sperrmüll zu schmeißen, raucht man sie einfach. Eine Hotelkette ist an uns interessiert. Wir übernehmen die komplette Ausstattung der Kinderzimmer und der Räume für die Kinderbetreuung. Kinderbetreuung. Ich denke, das ist ein Miss. Mein Steuerberater. Carlo? Was? Nicht das Auto, Mann! Alles in Ordnung, Herr Kaiser? Sie sind ganz weiß. Vielleicht ein Dinkelkeks. Nein, danke. Wo waren wir? Ja, die komplette Ausstattung der Familienhotels kann natürlich nur jemand übernehmen, der gewisse Voraussetzungen mitbringt. Also, wie viele haben Sie denn? Designer des Jahres 2004, 5 und 8. Design Plus Award Salon du Meuble Paris 2009. Award Design Royal London 2010. International Design Award Denver 2011. Und das sind natürlich nur die wichtigsten. Ja, ich bin beeindruckt. Aber ich meinte eigentlich, wie viele Kinder Sie haben. Kinder? Ja, wir sprechen hier über Kindermöbel. Also muss der Designer Familienvater sein. Meine Firmenphilosophie. Nur so jemand weiß, worauf es wirklich ankommt. Stimmt's, Herr Kaiser? Also, wie viele kleine Kaiser gibt es denn? Eins. Quatsch. Zwei. Meine Frau sagte mir, erst ab zwei Kindern fängt die Familie an. Ja, wir haben sogar drei und der Kleinste ist gerade 7 Monate alt. Ah, daher die farblich abgestimmten Breiflecken auf ihrem beigen Sakko. Oh, sieht man das, ja? Naja, der kleine Racker spuckt wie der Vesuv. Apropos, Essen. Wie wär's mit morgen, damit wir uns besser kennenlernen? Und bringen Sie Ihre Familie doch gleich mit. Wunderbar. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Was halten Sie übrigens von Plüsch? Ich liebe Plüsch. Der Tiger zieht die Krallen ein, aber nur für den Moment. Ich meine, das ist nur ein geschickter Rückzug. Verstehen Sie, Uschi? Ja, ja, Tiger. Im Schafspelz. Du hast den Armband eiskalt angelogen. Was? Ich habe die Situation abgepasst. Ich meine, dieser Tobi Breuer, das ist echt der König der Pinguine. Kindermöbel. Mach ich doch mit links. Ja, und woher kriegst du... Und wo kriegst du eine Familie her? Naja, Sie kennen doch bestimmt zwei nette Kinderchen. Kaiser, ich werde bei so einer miesen Nummer niemals mitspielen. Das sag ich dir. Und selbst wenn du jemanden findest, du als Papa. Kaiser. Das wäre ja gerade so, als wenn ich Kampfschwimmerin werden wollen würde. Aber wir sagen doch ständig, dass mir eine Familie fehlt. Ja, eine echte. Aber dafür braucht man Herz, Mut und Verantwortung. Und vor allem, Kaiser, Liebe. Was dir fehlt, sind richtige Sorgen, Kaiser. Nicht sowas hier. Und wie fühlt sich der neue Managing Executive Creative Director der Futura Möbelgruppe? Könnte nicht besser sein. Ich frag mich gerade, ob du vielleicht... Ja? Könntest du dir vorstellen, mit mir und zwei Kindern... Kinder? Ich hab einen Job. Sehe ich aus wie eine Mutti oder was? Nein. Vergiss, was ich gesagt habe. Moritz, wenn du mir einen Antrag machen willst, stellst du dich gerade echt ziemlich silly an. Was denn für ein Antrag? Ein Tiger in einer Zweizimmerwohnung? Bitter. Brutal. Unnatürlich. Und ein Tiger ohne Auto? Unvorstellbar. Warum du nicht mit ins Kino darfst? Weil du halt noch zu klein bist, wie immer. Boah, lass mich in Ruhe, ich will telefonieren. Nein, ich darf nicht fahren. Meine blöde Mutter sagt immer noch nein. Sorgen? Es läuft gerade nicht so optimal. Du meinst optimal? Ja, genau. Das kenne ich gut. Kakao? Nein, es ist Schokolade. Zwei heiße Schokoladen für mich und meinen neuen Kumpel hier. Sofort. Ich bin Max. Moritz. Freut mich. Max und Moritz? Ja. Kennst du den? Einschlagen. Vögelchen. Max, komm mal da weg. Was habe ich denn dir zum Thema Fremde gesagt? Und dann noch so ein spezieller Fremder.
Was heißt hier Fremde? Wir streiten uns seit einem halben Jahr. Ja, und ich fand sie von Tag zu Tag befremdlicher. Wenn ich gewusst hätte, dass sie so einen coolen Sohn haben, wäre ich netter gewesen. Lena. Geh mal zu deiner Schwester. Und meine heiße Schokolade? Nimm sie mit. Moment. Die schräge Comicfigur da drüben, ist ihre Tochter? Jule ist ein Manga-Girl, sie Banause. Zwei Kinder, perfekt. Passen Sie auf, ich möchte sie mieten. Samt Kindern, versteht sich. Haben Sie Fieber? Die Sache ist völlig harmlos. Ich brauche eine Familie, um einen Job zu bekommen. Sie tauchen mit ihren Kindern einmal beim Essen auf, sehen hübsch aus und gut ist. Mieten Sie mich doch. Haben Sie Kinder? Ich habe eine Katze. Es tut mir leid. Wieso wollen Sie nicht? Weil ich Sie für ein selbstverliebtes Arschloch halte. Passt perfekt. Sie sollen schließlich meine Ehefrau spielen. Für Sie spiele ich nicht mal Ihre Cousine dritten Grades. Sie sind doch der Typ, der die Welt retten will. Fangen Sie mit mir an. Und Sie sind der Typ, der glaubt, dass man mit Geld alles kaufen kann. Glück kaufen, wenn man weiß, wo der richtige Laden ist. Willkommen in der Familie. Familienbesprechung. Das kann ja nichts Gutes heißen. So. Jule, du sagst, du brauchst neues Make-up, oder? Schon klar, du bist mal wieder knapp. Geht klar. Und die Lederjacke kriegst du auch. Und du kriegst Fußballschuhe, die gelben. Aber die alten sind doch noch okay. Quatsch. Und das Trikot kriegst du auch. Und unsere alten Spülmaschine verpasse ich den Gnadenstoß und kauf uns eine neue. Mama, willst du dich vielleicht ein bisschen hinlegen? Mir geht's bestens. Wie erkläre ich euch das? Da war dieser Mann im Café. Mama wird jetzt endlich mal gefunkt. Nee, das ist rein geschäftlich. Ich habe uns vermietet. Eine fremde, schreckliche Welt wartete auf mich. Juhu! Der Tiger betrat das Reich der Pinguine. So, ihr Tofuhuhn? Und es gab noch nicht mal Fleisch. Guten Appetit. Danke. Tofuhuhn, das Methadon der Vegetarier. Garantiert ohne Knochen. Ich muss mal auf Toilette. Dann geh doch, mein Sohn. Hände waschen nicht vergessen. Ja. Guck mal, hier ist ein Jäger mit zwei Maschinengewehren. Krass. Tobi und ich, wir haben uns auf der Demo gegen den NATO-Doppelbeschluss kennengelernt. Und ihr? Ich arbeite in einem Café. Also, ich habe in einem Café gearbeitet. Und ja, und ich bin einfach eines Tages reingeschneit und habe einen Latte bestecht. Ja, und wie immer hat er weder bitte noch Danke gesagt. Hast du mir deswegen den Kaffee über die Hosen gekippt? Nee, ich fand nur deine Art zu bestellen total daneben. Einen Latte in die Dame, aber zack, zack. Ist nicht gerade Knigge, oder? Ich find's toll, wenn eine Frau sich nicht alles bieten lässt. Kompliment, Nina. Wir dürfen uns nicht alles bieten lassen. Sag doch auch mal was, Tobi. Ja. Ihr tragt keine Ringe? Die sind gerade beim Juwelier, die werden weitergemacht. Da rieche ich aber was. Du bist dran, Tobi. Ich kann das nicht so gut. Also nicht so gut wie du. Tobi, ich mache immer alles. Kinder, Schule, Einkaufen, Kochen, Waschen. Also kannst du dich auch einmal ums Kind kümmern. Herr Kaiser, können Sie mal kurz kommen? Ich brauche Ihre Hilfe. Hier, übernehmen Sie das. Ich kann das nicht.
schlecht. Bitte, bitte. Sie wissen doch bestimmt noch, wie das geht. Und vielen, vielen, vielen Dank. Ich muss hier weg. Sie haben das gut bei mir, aber so. Richtig was gut. Okay. Wir beide kriegen das hin, alles klar? Moment. So. Okay. Halt. Ja. Auf drei. Eins. Zwei. Und drei. Oh, was für eine Ladung. Ich wusste schon immer, dass Pinguinmänner arme Schweine sind, aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Na, wenigstens bist du ein Junge. Ich hätte gern noch einen Selleriesaft. Sehr gerne. Also, ich mache nur noch Unterwassergeburten. Natürlich sitzend. Mama, Papa braucht deine Hilfe. Wo bleiben Sie denn? Euer Senior drückt sich und Niagara hier macht mich nass. Sie brauchen meine Hilfe. Was? Sagen Sie es. Sie eiskaltes Weib. Ich sehe schon, Sie kommen allein klar. Okay, okay, okay. Ich brauche Ihre Hilfe. Wer ist das Zauberwort? Sofort. Leider falsch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß mit Breuer Junior. Warten Sie! Bitte. Ach, jetzt habe ich Sie ganz schlecht hören können. Bitte. Geht doch. Immer beim Kind bleiben. Hä? So, Beine hoch, die schmutzige Windel weg, den Popo sauber machen und eine frische Windel drunter legen. Wie jetzt? Ich dachte, Sie würden den Satansbraten trockenlegen. Nee, wo bleibt denn da der Spaß? Los, zack, zack. Niki, Moni, kommt, einsteigen. Frisch gewickelt und gepudert und einmal Eiswachs. Moritz, Sie sind ein Traummann. Und die Held ist mal wieder schlecht geworden. Ja, Schatz, ja. Ich finde, wenn man sich Kinder anschafft, sollte man jede freie Minute mit ihnen verbringen. Der Tiger hatte sich wieder einmal mit den geschmeidigen Bewegungen der Raubkatze und dem überlegenen Instinkt des Dschungelkaisers aus der tödlichen Falle befreit, dachte ich. Ich habe eine tolle Idee. Da wusste ich, es war noch nicht vorbei. Wie wär's, wenn wir alle zusammen Golf spielen gehen? Ja. Na, supi, dann ist es also fest. Ich freue mich. Und du, Tobi? Ja, schön. Ja, ich freue mich auch. Tschüss. Auf jeden Fall braucht ihr jetzt Ringe. Solange Sie zahlen, bin ich dabei. Das ist kein Problem. Und? Welche nehmen wir? Ist doch egal. Wenn es egal ist, können wir auch welche aus dem Kaugummiautomaten nehmen. Oder wir nehmen... Die da. Sie haben richtig Geschmack. Das ist mein Job. Und wir waren schon beim Du. Stimmt. Darf ich? Guck mal, jetzt probieren Sie die Ringe. Tut mir leid, ich dachte nur wegen der Größe. Passt schon. Außerdem, wenn wir Glück haben, brauchen wir die ja gar nicht. Wenn wir Glück haben. Die beiden. Das werde ich so nicht greenlighten. Für den Event viel zu oldschool im Feintuning. Da muss man sich doch committen. Ich ruf dich zurück, ASAP. Nicht zu fassen, dass du dir den Job wirklich ergaunert hast. Und? Wie ist sie denn so, die Nina? Ist ein streitsüchtiges Biest. Und die Kinder? Das Mädchen ist Meshuggah, aber der Junge ist klasse, richtig klasse. Soll das eine Kartoffelkiste sein? Das ist ein Kinderbett. Sieht aber aus wie eine Kartoffelkiste. Ich weiß. Eine hässliche Kartoffelkiste. Ich weiß. Mama! Chips sind alle.
Alles schon wieder die Spülmaschine? Ja, Chips sind hier drin. Wie immer übrigens. Woher soll ich denn das wissen? So ein schwieriges Projekt. Was ist denn das für ein Projekt? Ist kompliziert. Ja, da, da. Da ist noch so eine Stelle. Ruhig ein bisschen fester. Aber gerne doch. Au! Hier auch? Ah, spinnst du? Wer ist die Bitch aus dem Schmuckgeschäft? Hä? Au! Ich hab euch gesehen. Das, was? Die, keine Ahnung, die Frau von meinem neuen Chef. Und mit der gehst du Ringe kaufen? Ich habe sie mitgenommen als Beraterin, weil ich was besorgen wollte für dich. Für mich? Ein Ring für mich? Sollte eine Überraschung sein. Weißt du, Moritz, du hast echt eine strange Art, einen Antrag zu machen. Was denn für ein Antrag? Wenigstens musste der Tiger diesmal nicht in Pinguin Country kämpfen. Golf war definitiv mein Ding. Ich war der deutsche Tiger Woods. Was soll da schiefgehen? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must. Schön. Minigolf? Ja. Gut. All at once I lost my breath and all at once was scared to death and all at once. Guck mal, der macht Hampelmänner. Ja, ja, guck nur. Entschuldigung. Mhm. Konzentrier dich, Tiger. Und weiter geht's. Ein Tiger ist immer zum Kampf bereit. Spiel dein Spiel, sage ich. In jedem Spiel gibt es Gewinner und Verlierer. Yeah, Baby. Das ist der Schwung. Es war sonnenklar, dass der Tiger hier gewinnen würde. Mit der sicheren Überlegenheit und der leichten Eleganz eines Vollprofis. Hi, wo bin ich? In meinem Zimmer, also in meiner Zimmerhälfte. Nicht hingucken, da beginnt das Reich des Bösen. Meine Schwester ist voll krank in der Birne. Dann sind wir schon zwei. Wie komme ich hierher? Die Typen, für die wir deine Familie spielen, die haben dich hergebracht. Wir wissen ja nicht, wo du wohnst. Oh, die Golfparty. Werde ich nie vergessen. Bist du nicht langsam zu alt für eine St. Martins-Laterne? Die hat mein Vater mit mir gebastelt. Zwei Wochen später war er weg. Alles, was er da gelassen hat, waren 13 Kamal-Bücher. Wow. Sam Hawkins mochte ich am liebsten. Ich auch. Ich lese gerade den letzten. Hab noch 5 Seiten, aber fang wieder von vorne an. Willst nicht wissen, wie es zu Ende geht? Lieber nicht. Mama, der Hirni ist wieder wach. Guten Morgen. Schon Sehnsucht nach mir? Willst du noch einen auf die 12? Sehr witzig. Also, ich muss mir am Wochenende eines der Hotels anschauen, die wir neu ausstatten. Und Breuer kommt auch.
mit Inge und den Kindern. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es möglich, dass du mit den... Du sollst die Familie mitbringen. Ja. Ja, Breuer sagt, das kommt beim Hotelmanager besser an. Also, Lust auf einen Kurzurlaub? 4 Sterne, Wellness Area, Segeln auf dem See, alles inklusive. Du bist auch inklusive. Ein Tod muss man sterben. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Ich mein, Essen und Minigolf okay, aber Urlaub, ich weiß nicht. Hat der Höhne gerade was zum Wellness gesagt? Ja. Kannst du segeln? Natürlich kann ich segeln. Aber Kohle gibt's auch noch. Geiles Auto. Gibt's das auch als Elektro? Max. 3 Liter? Max, das ist ein Männerauto, okay? Mama, der Höhne ist auch noch ein Macho. Wird ja den großen Koffer zuerst reintun. Ich weiß, wie man packt, Frau Klugscheißer. Sieht aber nicht so aus. Der Kofferraum ist ja winzig. Platz genug für eine Champagnerflasche und 2 Gläser. Folgen Kram braucht man 36 Tonnen. Ganz normales Familiengepäck. Alles klar, muss noch einer aufs Klo. Nina? Sehr witzig. Können wir jetzt losfahren? Noch was. In meinem Auto gelten 3 eisenharte Regeln. Nicht essen, nicht trinken, nicht atmen. Gut, bitteschön. Oh, Moment. Zeitung, Fußraum. Oh, jetzt ist mir die Limo runtergefallen. Mm, die Chips sind echt lecker. Aber so fettig an den Händen. Am Ende der Straße links ab. Boah, wie lange denn noch? Ich muss mal. Jetzt links abbiegen. Von wegen links abbiegen, Sparbirne. Ich nehme eine Abkürzung. Das ist keine gute Idee. Sag doch, geiles Auto. Fahrtroute wird neu berechnet. Sollen wir nicht doch lieber links? Ganz ruhig. Ich weiß genau, was ich tue. Am Ende der Straße links abbiegen. Geht doch. Tolle Abkürzung. Das Navi hatte recht. Lass mir doch nichts von einem Navi vorschreiben. Dann frag wenigstens nach dem Weg. Fragen müssen ist ein Zeichen von Schwäche. Nicht fragen ist ein Zeichen von Blödheit. Wir nehmen mich ja wirklich so, als ob es ein Ehepaar wäre. Meinst du, das gibt einen Zuschlag? Der Tiger war unterwegs und das Ziel war Penguin Country. Ach, da kommt ja auch schon Ihr Mann, Frau Kaiser. Herzlich willkommen im Hotel Seeblick. Ich denke, am besten bringe ich Sie gleich rauf auf unsere schönste Familiensuite. Im 4. Stock. Bitte schön. Da bin ich aber gespannt. Ich nehme die Treppe. Geht das, Schatz? Ja. Ach, Herr Kaiser. Also das Geschäftliche können wir dann ja morgen besprechen, wenn Herr Breuer da ist. Hm? Gut. Übrigens, Sie haben eine tolle Familie. Ja, wem sagen Sie das? Hilfe brauchen Sie wirklich nicht. Nee, danke. Gut, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Mann. Jetzt stehe ich nie wieder auf. Amerika ist gut, aber Kanada ist wirklich noch viel besser. Wo weißt du das? Ich bin da aufgewachsen.
Ich war den ganzen Tag mit den Kumpels im Wald. Das war großartig. Das war so wie Peter Pan. Kenn ich nicht. Ach, das ist so wie Winnetou. Nur ist Lord Shatterhand eine Fee. Aber dafür gibt's Piraten. Piraten? Dann segeln wir nach Kanada. Jetzt! Ei, ei, Captain. Volle Kraft voraus nach Kanada. Das Krokodil, das springt aus dem Teich heraus, läuft um den Baum herum und springt wieder in den Teich zurück und dann fest zuziehen. Zack. Siehst du? Probier's mal. Ja, sehr gut. Super. Wenn ich groß bin, dann mache ich das wie du. Ich verdiene einen Haufen Geld und kaufe mir genau so ein Auto. Aber als Elektro. Klar. Und dann miete ich mir auch eine Familie. Max, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Segeln war übrigens gratis. Bitte was? Jule wird dir das bestimmt berechnen. Aber ich finde ganz locker. Wieso willst du dir eine Familie mieten? Ja, ich suche mir einfach die schönste aus. Für alle Geld von mir kriegen, haut keiner ab. So wie Papa. Max, stopp. Man kann sich keine Familie kaufen. Nee, aber mieten. Nein, Familie hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, sondern mit Verantwortung und Liebe. Aber du machst das doch alles hier nur, um den Job zu bekommen, richtig? Also geht's doch ums Geld. Du wirkst ganz schön durcheinander. Also ich konzentriere dich auf den Knoten. Das Krokodil. Waren Sie zufrieden? Sehr gut. Sehr, vielen Dank. Danke. Was Max heute eine Riesenfreude gemacht. Der übt auf dem Zimmer immer noch diesen Knoten. Das ist richtig klasse, dein Sohn. Er vermisst seinen Vater, oder? Sehr. Siehst verdammt toll aus, Nina. Das ist kein Grund, rot zu werden. Die letzten 4 Jahre habe ich jeden Abend mit den Kindern am Küchentisch Butterbrote gegessen. Ich mag eure Butterbrote. Oh, Dessert, ich liebe Eis. Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, bei Eismüller alle 30 Sorten auf einmal zu probieren. Aber das Taschengeld hat nie gereicht. Was nimmst denn du? Max, Max, komm mal nach. Juhu! Nina! Hallo! Ich freue mich so. Schön, dass ihr da seid. Moritz. Hallo. Kommt, wir überlassen den Männern das Geschäft und wir ziehen uns in den Wellnessbereich zurück. Du kümmerst dich, ja? Schatz, Oskar. Ich muss mich einmal entspannen. Du schaffst es. Nein, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, selber, du kleines Würstchen. Bitte jetzt nicht streiten, das kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. So, nun komm mal schön raus, mein Lieber. Also, so stellen wir uns das vor. Hier haben wir Baumstämme und hier eine Kaktusrutsche. Ich gehe rutschen, ja, Papa? Ja, hau ab. Und als Krönung haben wir hier das Wigwam-Bett. Na, Oskar, alles gut? Ach so, dieses Bett hier. Ja, genau. Sie da. Ja, im Hintergrund Winnetou-Atmosphäre.
ist es geil oder ist es geil? Diese Ruhe. Du, dem hau ich beim Meeting eine knallharte Response um die Ohren. Er hat 100% agreed, dass er das Doing vom Catering übernimmt. Ich erwarte Teaming. Ja, mein Gott, alle Invitations sind raus. Soll ich jetzt den ganzen Event canceln oder wie? Und der Mega-Horror ist, dass mein Hotel overbooked war und ich jetzt in so einem Kinderhotel gelandet bin. Horrible, sag ich dir echt. Entschuldigung? Hä? Das ist hier der Entspannungsraum. Könnten Sie vielleicht draußen weiter telefonieren? Was? Entspannungsraum kapiert sie nicht, Mama. Entschuldigung? Here, relaxing room, no cords. Do you understand? Kinder sind hier samstags verboten, also verzieh dich, Pippi Langstrumpf. Ksch. Sorry, wo waren wir? Ich bin kein Kind mehr. Ist gut, Jula. Nein, ist nicht gut. Das fällt der blöden Tussi eigentlich ein. Jula. Wieso? Die sieht aus wie eine blöde Tussi, die labert wie eine blöde Tussi, also ist es auch eine blöde Tussi. Okay, das reicht. Ich ruf dich back, ja? Hier braucht jemand mal was auf den Hintern. Nehmen Sie Ihr verzogenes Blag und verschwinden Sie hier. Sofort. Nennen Sie meine Tochter nicht verzogenes Blag, Sie blöde Tussi. Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind die Frau aus dem Schmuckladen. Wie bitte? Ja, die Frau von Moritz Chef. Ich bin die Frau vom Chef. Ach, und wer ist sie dann? Oh, herrlich. Das ist Nina, die Ehefrau von Moritz Kaiser. Und das ist seine entzückende Tochter. Tochter? Die Schwester von Max. Die Schwester von Max? Und wer bitte sehr sind Sie? Moritz! Ja, und für unsere 7 Hotels stelle ich mir diesen gesamten Bereich dort überall gleich vor. Das Kinderparadies soll so etwas wie eine wohlige Harmonie ausstrahlen. Moritz! Du verlogenes Petto! Freue mich auch, dich zu sehen, Veronika. Du bist verheiratet und mir machst du einen Antrag? Was für ein Antrag? Wie pervers ist das denn? Du wirst ein Doppelleben. Es ist nicht so, wie es aussieht. Komm, den Spruch bringst du doch immer. Bei mir holst du dir die Tantra-Massagen und in Wirklichkeit bist du mit der Schlampe hier verheiratet und hast zwei blöde Blagen. Stopp! So redest du nicht über meine Familie. Schatz, du kannst mir das doch sicher alles erklären, oder? Dabei wollte ich mich nur einmal entspannen. Nein, Herr Breuer. Sowas. Mit mir nicht. Die Sache ist gestorben. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Ich hab das von ihm noch niemals gedacht. Tut mir leid wegen deiner Verlobten. Der Höhni hat echt einen scheiß Frauengeschmack. Zum 100. Mal, das ist nicht meine Verlobte. Hörst du, Mama, das ist nicht deine Verlobte. Die haben nur 6. Die nächsten 5 Kilometer dem Straßenverlauf. Ich nehme eine Abkürzung. Das ist wieder keine gute Idee. Deine Abkürzungen gehen mir langsam auf die Nerven. Lass mich raten. Der Tank ist leer. Hm. Hey Leute, wir haben hier nicht mal ein Netz. So, heiß, 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 heiß. Nimm noch die Zeitung mit. Schnell mit der Zeitung. Marshmallows. Willst du nicht auch schlafen gehen? Nö, ich bin gar nicht müde. Sag mal. Ja? Ich dachte, du kannst mir Geld ausgeben. Wieso kann ein Hirni wie du so ein krasses Lagerfeuer machen?
hat mir mein Vater beigebracht. Er war Kanadier. Als ich 14 war, haben sie sich scheiden lassen. Meine Mutter ist mit mir nach Deutschland zurück und hat einen anderen Mann geheiratet. Er hat mich gehasst. Und ich habe ihn gehasst. Sich echt mies gefühlt haben. Mhm. Aber ich hatte die abgefahrenste Lederjacke der Stadt. Und die coolste Sonnenbrille der Welt. Das ist wie eine Rüstung. Dahinter bist du sicher. Da kann dir keiner was. Wenn Hörni, bist du echt in Ordnung. Mal. Versprochen. Mach's gut, Hörni. Du auch. Breuer wird dich feuern. Ich werde mich selber feuern. Unser Deal ist vorbei. Ja. Bitte. Stimmt was nicht? Ist mir jetzt irgendwie unangenehm. Das braucht es nicht. Wir sehen uns im Café. Ja. Tschüss, Moritz. Tschüss, Nina. Ja. Also, was ich sagen wollte. Tee? Nein, danke. Was ich sagen möchte, sicher kein Tee. Was ich sagen muss, ist, dass wir als Familienunternehmen schlecht jemanden beschäftigen können, der die klassischen familiären Werte nicht so ganz richtig ernst nimmt. Sie wollen mich feuern? Ja. Feuern, das ist ein hartes Wort. Das machen Sie sich keinen Kopf. Ich habe mich selbst gefeuert. Alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Allerdings, darf ich Ihnen zeigen, was Sie verpassen, wenn ich jetzt gehe? Da ist eine Kiste. Eine Kartoffelkiste. Oh, wow. Und wenn Sie wie ich eine Tochter und einen Sohn haben, die sich einen Raum teilen müssen, schlage ich diesen Raumteiler vor. Verspiegelt. Ja, verspiegelt. Anstatt das feindliche Lager zu sehen, blicken Mädchen wie Jungen in das beruhigende Spiegelbild des eigenen Reiches. Und es herrscht endlich Frieden im Kinderzimmer. Ah, zum Kuckuck mit diesem spießigen Hotelmanager. Das wird der Renner. Sie bleiben. Ein Tiger im Pinguinland. Warte mal, ich hab's. Mach doch ein Kinderbuch draußen. Das kannst du bestimmt Tobi Breuer, der Witzfigur, ja, auch noch verschärfen. Warte mal. Auch nicht. Welcher Blödmann. Ja? Hallo Nina, ich bin's, Moritz. Moritz? Ja, tut mir leid, ich weiß, es ist schon spät, aber ich wollte dir nur sagen, dass Tobi Breuer mich doch nicht gefeuert hat. Das ist toll. Ja. Das heißt, unser Deal geht weiter, also, wenn es für dich okay ist.
Der Deal. Ja, klar, okay. Super. Dann rufe ich dich an. Gute Nacht, Nina. Gute Nacht, Moritz. Passiert? Mamusch, ich habe selbst ein bisschen aufgeräumt. Bist du krank? Möchten Sie einen Kaffee? Tatsache, du hast wirklich Kaffee gemacht. 8 Uhr morgens. Du bist krank. Fieber hast du nicht. Und das ist aber schön. Danke. Das findet mein neuer Chef auch. Wieso gucken Sie mich so an, Uschi? Du hast dich verändert. Naja, vielleicht ist der Löwe der König der Tiere. Aber der Tiger ist der Kaiser. Pinguine sind mir lieber. Was? Die haben sogar Kindergärten. Da schützen sie ihre Kinder vor Feinden und Kälte. Naja, klar, aber ich meine, die sehen doch ziemlich dämlich aus, oder? Tiger sind doch viel cooler. Die sind stark und clever und unabhängig. Ich dachte, du meldest dich nicht mehr. Hey, ich hab's versprochen. Erwachsene versprechen viel. Du, ich glaube, eigentlich bin ich ein bisschen groß für ein Zoo. Können wir was anderes machen? Was denn? Wow. So, jetzt aufs Tor. Wow. Toll. Ja, Schuss. Hier, noch ein. Was ist los? Tiger sind scheiße. Was? Mein Papa ist auch lieber allein. Und ich, Jule und Mama, was haben wir davon? Was soll daran cool sein? Ja! Ja! Na komm. Ja. Du vertraust mir nicht. Ich beschütze dich. Wovor denn? Vom Wahnsinn? Oh. Hallo, Rosa. Wie war's im Zoo? Fragen wir doch mal den Hirni. Jule? Mama will mich nicht zum Manga-Meeting auf die Frankfurter Buchmesse fahren lassen. Was sagst du denn dazu? Ich... Lass Moritz daraus. Das geht ihn überhaupt nichts an. Du bist einfach so... Oh, Scheiße! Ich bin in meiner Zimmerhälfte. Dank dir, Moritz. Ich danke dir. Was guckst du nur so? Naja, ich denke, dass mir gerade nichts Harmloseres einfällt als eine Buchmesse. Die übernachten da. Patrick ist 18 und Jule ist mal gerade 16. Was hast du denn mit 16 gemacht? Du wirst rot. Werde ich nicht. Wirst du doch. Ja, vielleicht solltest du die Zügel mal locker lassen. Sind ja immer noch Zügel. Jule, mach auf. Nein, ich rede nicht mehr mit dir. Ich hasse dich. Du darfst fahren. Ich darf fahren? Ja. Du bist die beste Mama der ganzen Welt, danke. Ich gehe sofort packen. Sie macht das schon. Ich kann die Entscheidung für meine Kinder schon selbst treffen, aber sind es auch immer die richtigen Entscheidungen? Manchmal wäre es einfach schön, mal ab und zu mit jemandem darüber reden zu können. Wie wäre es mit mir? Hallo? Was? Wie? Sind die im Finanzamt noch ganz klar in der Birne? Ich habe einen Plan. Carlo, du alter Fuchs. Wie heißt die Dame im Finanzamt? Frau Stuhlberg-Meyerbrink. Wir versuchen nämlich eine Stundung deiner Steuerschulden zu erwirken.
Dazu brauchen wir drei Dinge. Erstens Pikolöchen, zweitens Blumenstrauß und drittens ein gerötet Maß an Tigerscharm. Wann geht's los? Jetzt. Und Frau Stuhlberg-Meyerbrink ist eine Pünktlichkeitsfanatikerin. Okay. Ja. Danke, stimmt so. Danke. Kaiser? Moritz, ich habe ein Problem. Brauch deine Hilfe. Ist echt übelst dringend. Ich bin am Fußballplatz. Max? Max, bist du noch dran? Scheiß Opferloser hat ausgecheckt. So. Notfall. Ja. Loser, das macht dich fertig. Stopp! Ey, lass ihn los! Halt die Klappe! Wenn du Max noch einmal auch nur schief ansiehst, werde ich dir dermaßen in den Arsch treten, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Willst du meinen Sohn in den Arsch treten, du scheiß Opferloser! Aha! Ach, stell dich nicht so an, das ist nur Wasser. Boah, Mann, das hättest du sehen sollen, wie Moritz gegen den Fiesling angetreten ist. Das war übelst cool! So wie Pinocchio gegen King Kong. Genau. Erst habe ich dem Suppenkasper meine Nase vors Knie geknallt. Und dann, wham, habe ich meinen Magen vor die Faust gedonnert. Da hat er nichts mehr gesagt. Da war der Platz, der Spacko. Konflikte muss man mit Worten lösen und nicht mit Fäusten. Und warum hast du mich nicht angerufen? Du kannst mir doch alles sagen. Ich habe mich geschämt. Aber vom Hut schämst du dich nicht, oder was? Nö. Mama, das ist eben Männersache. Was hättest du denn gemacht? Ah. Geh mal in dein Zimmer und mach Hausaufgaben. Ja, Mama. Du bist eifersüchtig. Weil Max zu mir gekommen ist und ich zu dir. Wer ist hier eifersüchtig? Lina, schau mal unauffällig zu Tisch 5. Da sitzt eine Frau, die dich die ganze Zeit anstarrt. Hallo, meine Kollegin da hinten meint, Sie würden vielleicht gerne mit mir reden. Ach Gottchen, habe ich Sie angestarrt? Das tut mir aber leid. Sind Sie die neue Mathematiklehrerin von meiner Tochter? Jule macht gerade eine schwierige Phase durch. Ich Mathelehrerin? Das ist wirklich gut. Ich bin die Putzfrau und der Ersatz für fast alles von Moritz Kaiser. Uschi. Nina. Schmitz. Wieso schickt er jetzt Sie? Er hat mich nicht geschickt. Ja, dann. Kaiser hat viele Flausen im Kopf und eine große Klappe. Ja, Moritz ist ein großer Junge, und? Seit er sie kennt, wirkt er verändert. Erwachsener. Ja, und ich wollte mir die Frau nur mal angucken, die das hingekriegt hat. Ja, er hat ein großes Herz. Aber ich mühe mich seit langem. Ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Moritz und ich haben eine rein geschäftliche Abmachung. Das ist alles? Sie sind seine Putzfrau. Sie klingen wie seine Mutter. Sie sagen ihm bitte nicht, dass ich hier war? Versprochen. Aber ich versichere Ihnen, ich habe keinerlei persönliches Interesse an Moritz B. Kaiser. Gucken Sie nicht so. Ich brauche keinen Mann. Ich brauche nur jemanden, der mir ab und zu mal eine volle Milchtüte in den Kühlschrank stellt. Wärmefleisch. Hm? Ja! Die Prototypen sind fertig und können bald in die Präsentation gehen. Das wird ein Triumph. Für Sie. Für uns beide. Und wir sollten uns endlich duzen. Es muss gefeiert werden. Super. Dinkelkekse, bis der Arzt kommt. Nein. Ohne Kinder. Nur du und ich. Und natürlich unsere Frauen. So richtig schick. Ich habe absolut nichts zum Anziehen. Wieso nimmst du nicht einfach das hier? Ach, kennt Moritz doch schon. Dann denkt er, ich habe nur ein schönes Kleid. Stimmt doch. Du wirkst nervös. Ich bin auch nicht nervös. Ich bin nicht. Geh mal Fernsehen.
Okay, Maxine. Um 9:30 bist du im Bett. Versprochen. Große Ausnahme. Versprochen. Übrigens, du musst nicht nervös sein. Moritz mag dich. Ich passe heute sehr gut zu deiner Krawatte. Da bin ich. Pünktlich auf die Minute, inklusive Babysitterin. Das ist Uschi. Eine Babysitterin. Hallo, Uschi. Hallo, Nina. Tobi Breuer hat gerade angerufen. Junior hat die Windpocken. Er hat das Essen abgesagt. Was? Aber wir beide, wir haben ja nicht die Windpocken. So ist es. Da geht's lang. Tag. Du musst Max sein. Wo sind die Chips? Ich brauch keine Nanny. Ich bin Uschi. Ich mach die besten Waffeln der Welt. Wo ist die Küche? Das wird schon. Wo gehen wir hin? Überraschung. Okay. Okay. Wow, sehr schön. Liebes Fräulein Gans, ich muss dir was gestehen. Es ist um mich geschehen. Wünschen die Herrschaften ein Dessert? Ja. Wie wär's mit 30 Kugeln von Eismüller? Du weißt es nicht, aber du stehst auf mich. Ist wunderschön. Lass doch das Geschirr stehen. Komm zurück ins Bett und wir... Also raus damit. Was machen wir im Bett? Typisch Mann. Erst eine große Klappe und dann kneifen sie. Wo ist Nina? Zu Hause. Ich habe in ihrer Wohnung gewartet. Endlich kommt sie. Völlig fertig, heult sich die Augen aus dem Kopf und will kein Wort sagen. Aber Uschi, ich verstehe das nicht. Ich meine... Sag mal, ist das deine romantische Vorstellung von einem Rendezvous? Du Volldepp! Aber Uschi, es war perfekt. Ich meine, es war perfekt. Ich will dir mal was sagen. Wenn die Frau flüchtet, ist nichts perfekt, du Hammel. Da hast du nun endlich eine erwachsene Person und versagst auf voller Linie. Der gehört ja dann wohl dir. Die Sachen werden immer seltsamer, die du mit ihm machst, dafür, dass du ihn nicht magst. Ist einfach so passiert. Lichter der Stadt, Sterne. Mir erzählst du was von Wärmeflasche. Alter, ich bin nicht da. Hat sich auf mich verlassen. Nina ist nicht da. Sie ist in der Küche. Sorry, Nina. Da musst du jetzt durch. Nina? Hey, was ist los? Wieso haust du einfach ab? Hey, sag doch mal was. Habe ich dich irgendwie enttäuscht? Ich werde nicht warten, bis du es tust. Das war ein Fehler. Ein Fehler? Letzte Nacht klang das noch alles anders und es hat sich auch anders angefühlt. Das macht es ja so schwer. Nina, dein Ex war ein Arsch. Er hat dich mit 2 Kindern und einem Haufen Schulden sitzen lassen. Ich will kein Mitleid, Moritz.
Dass Tom mich sitzen gelassen hat, das packe ich. Aber dass er die Kinder im Stich gelassen hat, das verzeih ich ihm nie. Seitdem läuft Jule mit dieser Comicmaske rum und wie sehr Max einen Vater braucht, das siehst du ja selbst. Aber Max und ich, wir verstehen uns super. Das sehe ich. Aber eines Tages wird dir deine Freiheit wichtiger sein als der Alltag mit einer Familie, die nicht deine ist. Und wenn du uns dann verlässt, das packt Max nicht. Was ist mit dir? Ich brauche nicht nur eine neue Spülmaschine, ich brauche einen Mann, der mich liebt. In guten wie in schlechten Zeiten. Aber der bin ich. Du bist ein großer Junge, Moritz. Ein großer Junge, der seine Gefühle hinter einer Sonnenbrille und einem coolen Spruch versteckt. Damit kommt man nicht durchs echte Leben. Und jetzt gehst du besser. Ich dachte, du hast mich verstanden. Ich habe meinen Job als Papa gut gemacht. Und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie mit euch. Es geht aber nicht um dich. Dann gib uns eine Chance. Ich bin für euch da. Du hast doch selbst gesagt, wie schwer es ist, alles immer alleine zu entscheiden. Papa leid reichlich. Ich hatte einfach solche Angst. Und dann bin ich voll gegen diese scheiß Laterne gezogen. Hauptsache, dir ist nichts passiert, hörst du? Es ist alles gut. Nein. Super gemacht, Kaiser. Ach, Mensch, Moritz. Vorsicht. Das hat ihr schön gemacht. Sag nur, Moritz, was hältst du denn optional von Piratenflaggen? Also mein Niki, der würde das lieben. Na, Großer?
Nina? Herr Kaiser? Hier spricht Dr. Martina Weber. Ich habe in Ihrer ehemaligen Firma die Position von Herrn Falkenstein übernommen. Die Führung der Futura-Möbel hat gewechselt? Allerdings. Und ich denke, mein Vorgänger hat einen großen Fehler gemacht, als er Sie entlassen hat. Wären Sie zu einem Gespräch bereit? Herr Kaiser, sind Sie noch da? Ja. Ja, sicher. Meine Aufgabe ist erledigt. Die Reihe mit den Kindermöbeln steht. Ich muss weiter. Ja, verstehe ich. Du mit deinen ganzen Awards und Auszeichnungen und bla bla bla. Also, mach's gut, Tobi. Ja, du hältst mich für einen Clown, stimmt's? Was? Ja, für einen Clown mit Breiflecken auf dem Jackett. Stimmt's? Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, vielleicht hast du ja sogar recht, vielleicht bin ich ein Clown. Aber ich glaube an das, was ich mache. Und ich bin stolz darauf. Geh schon. Ich verdopple Ihr ursprüngliches Gehalt. Und selbstverständlich werden Sie diesmal als Partner zurückkehren. Ist es nicht das, was Sie immer wollten? Doch, doch. Natürlich. Netter Hund. Das Einzige, was ich von meinem Ex-Mann wollte. Wir setzen den Vertrag auf und Sie unterschreiben morgen. Und vielleicht gehen wir morgen Abend zusammen was essen, um Ihre Rückkehr zu feiern. Oder wir lassen uns was kommen. Der Schreibtisch ist ja groß genug. Willkommen, Herr Kaiser. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind, Herr Kaiser. Sehr sogar, Herr Kaiser. Danke. Natürlich wird sich hier einiges ändern. Hier die neuen Entwürfe, Leder und Stahl. Stahl und Leder? Oder nur Stahl? Nein, nein. Wir sollten über was Neues nachdenken. Zum Beispiel Holz. Holz? Vergessen Sie es. Schönes Wochenende. Hey, Moritz, was ist los? Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Wer ist der Kaiser? Du bist der Kaiser. Auf deine Rückkehr in die Welt der Tiger. Das mit Frau Stuhlberg-Meyerbrink habe ich geregelt. Und die Steuerschulden kannst du mit einem neuen Gehalt doch aus der Portokasse zahlen. Trixi, machst du noch einen Shampoos, bitte? Du. Veronika, was machst du denn hier? Ich verzeih dir. Forgive and forget. Bob hat mir alles erzählt. Papa auf Probe. Das ist ganz schön silly. Silly? Ja. Du hättest wirklich nicht so eine Operette auffüllen müssen für einen neuen Job, nur um mich nicht zu enttäuschen. Es geht gar nicht um dich. Wir vergessen die dumme Episode einfach und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nina, was ist passiert? Max ist weg. Was? Max ist weg. Liebe Mama, ich bin weg. Max, mach dir keine Sorgen. Komm. Moritz? Wenn du mit ihr jetzt verschwindest, dann ist es wirklich vorbei. Du hast recht. Es ist vorbei. Ich habe den Zettel auf seinem Bett gefunden. Warst du bei seinen Freunden? Natürlich, ich war überall. Und dann ist mir klar geworden, dass es mit dir zu tun hat. Wieso mit mir? Weil Max noch nie weggelaufen ist. Weil er immer nur seinen Winnetou gelesen hat. Und jetzt liest er Segelbücher und knotet Knoten. Vielen Dank, Herr Kaiser. Super. Wirklich schön, dass du Papa gespielt hast. Segeln, Fußball. Komm. Kaiser.
Handy. Ich wusste, dass Moritz kommt. Er ist nicht so wie Papa. Ganz bestimmt nicht. Versuch fährt. Max. Moritz. Mach's gut. Du auch. Kaiser? Juhu. Inge? Was ist passiert? Sie haben gekündigt. Das ist passiert. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, das wäre klar gewesen, dass ich nach dem Job gehe. Oh, nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht weinen. Gott, bitte nicht weinen. Nicht weinen. Das ist nur wegen Tobi. Der ist so enttäuscht. Das tut mir so weh. Der hat sich so auf die Präsentation der Möbel mit Ihnen zusammen gefreut. Bitte, nicht weinen. Ich komme zur Präsentation, okay? Ja. Aber nur unter einer Bedingung, dass Sie aufhören zu weinen. Oh ja, danke. Danke. Tobi, so. Ja. Tobi. Nee, das ist falsch. Komm, das machen wir andersrum. So. Ja. Tobi. Ja. Bevor das hier losgeht, muss ich dir was sagen. Ja. Ich habe gelogen, um den Job zu bekommen. Ich hab's gewusst. Du bist gar kein Möbeldesigner. Was? Natürlich bin ich ein Möbeldesigner. Aber weil du der Meinung warst, dass nur ein Mann mit einer Familie solche Möbel entwerfen kann, habe ich eine gemietet. Was? Was? Du hast... Was? Ich weiß, das klingt... Jedenfalls hattest du vollkommen recht. Ohne Nina, Max und Jule hätte ich nur eine Kartoffelkiste hinbekommen. Eine hässliche Kartoffelkiste. Es tut mir leid. Es tut mir leid, weil man einen anständigen Kerl wie dich anständig behandeln sollte. Weißt du was, vielleicht sollte ich dir einfach so richtig eine reinsemmeln. Aber Gewalt ist auch keine Lösung und deine Entwürfe, weißt du, die sind auch... Die sind wirklich gut und Inge mag dich auch und vielleicht sollte ich meine Firmenphilosophie überdenken und vielleicht darauf einen Dinkelkeks. Ja. 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 Danke. Ja. Danke. Oh. Hallo. Hey. Schlag ein. Wow, sieht das Sägebett toll aus. Ja, und es ist auch groß und bequem. Und wenn es dir gefällt, es ist deins. Und ob es mir gefällt? Auch wenn ein Hirni ist, pass auf's nicht. Verkack's nicht, Hirni. Auch Probe liegen? Darf man so einem großen Mädchen unter die Arme greifen? Ja. Komm her. Wie heißt das Zauberwort? Sofort.
in schlechten Zeiten. Es gibt zwei Arten von Männern. Die, die von sich meinen, dass sie Tiger sind. Und die, danke, die es wirklich sind. Kaffee. Wie heißt das Zauberwort? Sofort. Ja. Oh, wieder. Ich bin erst 17. Im Leben lasse ich dich nicht bei einem wildfremden Jungen übernachten, den du uns noch nicht mal vorgestellt hast. Oh Mama, das nervt so. Ich bin nicht erst 17, sondern mittlerweile schon 17. Und Ben ist nicht wildfremd. Wir arbeiten jeden Nachmittag in unserem Kunstprojekt. Und schwören uns die ewige Liebe, während wir... Max, bist sofort leise, wenn du noch einfach... Eure Liebe zueinander, die könnt ihr ja heute Abend beim gemeinsamen Abwasch ausleben. Und Julchen, vielleicht lädst du Ben dazu ein. It's like,